So, willkommen zu einer kleinen Runde FIFA Ultimate Team. Ich habe gerade eben von einem Abonnenten ein kleines Geschenk bekommen und einen lieben Götze. Habe ich mir gedacht, dann spiele ich doch auch gegen selbe Person jetzt. Schönes Spiel, habe mich gerade bei Facebook über den Lucarano-Account mit ihm verständigt. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Er hat mich wohl eingeladen. Ja, er hat mich sogar eingeladen. Das ist aber nett. Er spielt, glaube ich, mit einem Bundesliga-Team oder einem Team aus der Eredivise aus Holland. Ich bin mir noch nicht sicher, welches er hat. Er sollte sich's aussuchen. Super, super, Dankeschön nochmal an dich, wenn du das jetzt hier, du wirst es sehen, ganz bestimmt. Und danke dafür, dass du mir ein kleines Münzengeschenk, nennen wir es mal so, mir gegeben hast und mir den lieben Götze gegeben hast für mein Team, damit ich einen Anfang habe. Sehr, sehr lieb von dir. Da ist er, Red Bull Wappen, KSV. Gucken wir doch mal seine Mannschaft an, mit welcher er anfängt. Ja, okay. Übertreib es wenig. Mehr oder weniger Bayern-Team, Team of the Season groß, Team of the Season Trap. Ja, wenn's denn sonst nichts ist. Also, ich sehe schon wieder, komm, ich werde jetzt abgeschlachtet und nicht zu knapp, weil mein Team, das wollte dagegen gar nicht sehen. Das ist 4-1-2-1. 4-1-2-1-2, so. Und da spielt wirklich nur Murks drin. Das ist wirklich nicht schön. Ich kann es euch jetzt mal eben zeigen. So, das ist sein Team. Gucken wir mal, was er sonst hat. Da sitzen die Ehrendivisie-Spieler auf der Bank. Eriksen. Oh, ich sehe es ja schon kommen. Mertens. Oh, er nimmt mich auseinander. Ich sehe es schon kommen, aber guckt euch die Mannschaft an. Eine Bayern-Abwehr. Ein super Torwart. Oh, rechtes Mittelfeld. Pace. Oh, linkes. Oh, ich werde zerstört. Guckt euch meine Mannschaft an. Guckt sie euch an. Und auf der Bank, das sind zweite Bundesliga-Bronzespieler, falls ihr es nicht wisst. Das ist der Hammer, ey. So, dann gucken wir jetzt, dass wir hier nicht ganz übel auf die Schnauze kriegen. Ich gebe mein Bestes. Ich glaube zwar nicht an den Sieg, vor allem, weil ich jetzt gerade die Mannschaft gesehen habe. Da, wie viel hast du dafür... Das musst du mir bitte sagen in den Kommentaren. Wie viel hast du für dieses Team ausgegeben? Vor allem für die Off-the-Season-Spieler. Ich bin nicht so einer, der so gut ist im Traden. Deswegen weiß ich das nie. So, Manjuf. Ah, da hätten wir mal ein bisschen besser durchspielen müssen. Ja, und das gefällt mir schon mal. Er rennt nicht sinnlos... Schießt das Ding nicht, passt nicht das Ding vorne sinnlos raus. Er spielt sich da raus. Das gefällt mir gut. Das sieht man oft online nicht so oft, weil die da oft ziemlich einen Murks machen. So, ihr seht dann meine Stürmer. Juf und Olic. Ich habe noch Patrick Helmes auf der Bank, aber die habe ich jetzt nicht dabei. Den und Müller habe ich noch. Aber ich dachte so, Müller ist ja eigentlich mein ZOM. Aber da er mir jetzt Götze gegeben hat, dachte ich, dann nutze ich auch seinen Spieler. So. Um ihm ein bisschen Dank zu zeigen. So, Sebre Selassie. Den finde ich gut. Den hatte ich nicht so gut eingeschätzt. Er hat so ein geiles Tor gestern bei mir geschossen. Ja, wenn ich wieder rede, dann geht's wieder in die Buchse. Dann geht's wieder in die Hose. Da muss ich mich ja jetzt doch ein bisschen mehr zusammenreißen. Und Elia, auch klare Empfehlung. Ist nicht teuer. Aber die Pace von dem, die macht's echt raus. Schöne Grätsche. So, und jetzt müssen wir mal nach vorne kommen. Irgendwie. Juf, schön durchgesteckt auf Sydney Sam. Der hat ja jetzt auch einen Nationalmannschaftseinsatz. Sydney Sam und sein, ja, Goalkeeper, Team of the Season, Kevin Trapp. So, Cutlets, dann bring das Ding doch mal rein. Ich habe da so ein paar, die durchaus mit dem Kopf rangehen können. Und da ist Sokratis und wir, Kevin Trapp. Also, uiuiui, ziemlich guter Torwart. Kannst mir gerne mal ein paar Trading-Tipps sagen. Juf, Latte, jetzt haben wir noch Pech. Mam Juf an die Latte. Und Sokratis verliert im Aufbauspiel den Ball, aber Elia dazwischen. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir hier nicht überrannt werden. Gomez vorne drin. Ja, mein Junge, das habe ich auch schon mal gemacht. Mit Gomez kam ich persönlich auch eigentlich gar nicht so schlecht klar. Nur er ist einfach relativ langsam, finde ich. Und deswegen finde ich den nicht so super. Generell bin ich nicht so die Super-Hure bei Ultimate Team. Es sei denn, ich habe mein ekelhaftestes Bundesliga-Team Bronze. Da fege ich momentan im Online-Pokal alles auseinander. Außer es kommt da mal so ein Australier-Team, wo man wirklich keinen Spieler von kennt. Ja, die haben dann mal eben 1000 Tempo, 1000 Abschluss. Die schießen ja das Ding auch beim besten Keeper der zweiten Liga noch in Winkel aus 30 Metern. Kannst auch nichts gegen machen. So, jetzt mal ein Konter fahren über Olic, Juf. Ja, ist alles ein bisschen langsam und ein bisschen laggy. Ich entschuldige mich schon mal an der Stelle dafür. Aber das ist nochmal bei mir so. Ach, schade, der Ball kommt nicht an. Wir brauchen auf jeden Fall... Ich habe ja jetzt ein kleines Geschenk von ihm bekommen. Kleine Anzahl an Münzen. Eigentlich eine ziemlich große dafür, dass er es mir schenkt. Das finde ich sehr, sehr geil. Sehr, sehr lieb. Dafür habe ich auch gesagt, er wollte halt da also ein Spiel machen. Ich sollte es. Er hat gesagt, er hat nicht mal die Aufnahme gefordert, aber ich habe mir gedacht, wer mir das Geld schenkt und Götze sogar schenkt und sogar richtig in der Formation extra für mich, dann werde ich auch ein Spiel gegen den machen. Der hätte mir jetzt auch viel, viel weniger schenken können. Das geht generell darum, wer mir ein Geschenk macht, dem spiele ich auch gerne eine Runde.
Ich spiele auch so, nur er hat ja nicht mal gefordert. Also ihr versteht auch nicht, was ich meine. So, Sokrates, was macht der denn auf dem rechten Flügel? Da ist ja irgendwas falsch. Flank mal das Ding mal rein. Ja, dementsprechend war das auch. Sokrates, den hat er aber schön geholt. Oh, und dann so ein Pass. Der hätte nur ankommen müssen auf Sydney Sam. Der hätte mal abziehen können. Ja, nein, nein, nein. Jetzt bin ich wieder in so einer Situation, die ich hasse. Jetzt werde ich überlaufen. Cutlets. Köpft das Ding zum Keeper. Und da ist das 1:0. Toni Kroos, Team of the Season mit dem 1:0. Ah! Ja, das war fast klar. Es ist, wie gesagt, noch ein Team, was ich mir gestern Abend zusammengestellt habe. Das ist noch überhaupt, es hat überhaupt keinen Wert. Ihr seht in der Innenverteidigung Sokrates, nix Inform oder so und Tusky. Das war einfach, weil es die für, glaube ich, 600 Sofortkauf gab oder 400, ich weiß es gar nicht. Das hat nichts mit Qualität hier zu tun. Das wird, die wird auch nicht so bestehen bleiben, die Mannschaft. Weil muss ich jetzt halt mal ein bisschen sparen und spielen, um halt bessere Spieler mir leisten zu können. Juve. Juve, zieh da mal vorbei. Schön von Juve. Ja, der Ball von mir war dann rattig schlecht. Götze, ah, da dachte ich gar nicht, dass ich an den Ball komme. Ja, ich hänge ein bisschen hinterher. Ist nicht so super, was ich hier gerade veranstalte. Kroos, ah, der wäre echt reizvoll. Den würde ich so gern haben. Generell ein Team of the Season Spieler. Kannst mir ja mal sagen, wie du an die rangekommen bist. Wie viel du dafür hingelegt hast. Würde mich echt interessieren. Oh, so ein Scheißball von Elia. So, schön, Ball abgenommen. Schön. Und jetzt habe ich doch da Elia gesehen. Sehr schön. Elia. Och, und wohin? Wohin? Ich hebe ihn nur in die Mitte zu Götze und der hebt das Ding da halb durch den ganzen Strafraum und direkt zum Torwart. Oh, jetzt müssen wir uns hier hinten wieder hinstellen, damit wir hier nicht wieder überlaufen werden. Über rechts. Tusky muss da jetzt hin. Oh, ein bisschen laggy, sorry. Wow, hinten raus das Ding. Oh, nach vorne. Jawohl. Perfekt. So, jetzt nach vorne. Irgendwie mal durchkommen. Juve. Ah, da komme ich nie durch. Ich komme nie durch. Mir fehlt auf jeden Fall noch sowas wie Esswein oder Reus oder so vorne drin. Reus als Stürmer, würde ich fast sagen. Oh, jetzt werden wir hier wieder überlaufen, wie es im Lehrbuch steht. So, schön. Sydney Sam. Ja, die sind eigentlich gar nicht so schlecht, die Spieler, nur ich bin halt ziemlicher Bobby. Oh, jetzt der Ball. Oh, leider hat es nicht geklappt. Juve mit seiner Drehung wie so ein alter Rentner mit dem Rollator. Ja, ich komme nicht an den Ball. Ich komme nicht an den Ball. Müssen wir aufpassen. Cutlets, der gefällt mir aber persönlich, das muss ich mal sagen, sehr, sehr gut. Also wer einen ganz, ganz billigen Linksverteidiger sucht, Cutlets ist da auf jeden Fall einer, den man da hin tun kann. Ist auch nicht so langsam, also kann man nutzen. So, Olic, jetzt aber mal irgendwas hier Produktives hinbringen. Oh, Olic, behaupte dich. Olic, Ivica Olic. Ivica Olic, abgefälscht und daneben. Eckball, hätte ich vielleicht mal ein bisschen vernünftig passen sollen. So, Cutlets. Da steht Juve. Ja, und das gibt dann nochmal Eckball oder er klärt ihn einfach raus. Das kann natürlich auch passieren. Götze. Götze. Götze, ja, immerhin. Ich dachte, ich zieh mal ab. Ist ja jetzt eh Halbzeit. Und das Schöne ist, ich kann nicht mal einen einwechseln. Ich könnte Castrati bringen. Ich könnte es versuchen, aber ob das so gut ist. Wisst ihr was? Wir machen das jetzt einfach mal. Einfach mal damit. Vielleicht ist es so, dass es... Ah ja, lass mich mal machen. Lass mich mal machen. Ich hab so eine Idee. Linksstürmer ist nämlich Olic. Das passt mir nämlich gar nicht. Da tue ich mich jetzt Castrati hin. Theoretisch tue ich dann nachher Brandy hin. Brandy und Castrati. Für alle, die sich ein Bronze-Team machen. Baut euch ein Team mit Brandy und Castrati. Linker Flügel und Stürmer. Beide Duisburg. Passt perfekt. Es ist der Hammer, was die beiden können. Mit die besten Spieler in der zweiten Bundesliga. Also Brandy ist sogar Deutscher. Castrati ist dann noch Norweger. Wegen der perfekten Chemie, meine ich jetzt. Kann man ja ein bisschen variieren. Man kommt auf jeden Fall auf eine geile 100er Chemie, je nachdem. Ich kann euch das Team nur empfehlen. Das habt ihr ja schon öfter bei mir gesehen. Das kann ich euch nur empfehlen. Das ist richtig geil. Das haut richtig rein. Also Brandy, der ist so stark. Also wenn der spielt sich wie ein starker Goldspieler, würde ich fast sagen. So, jetzt ist er doch hier irgendwo. Jetzt müssen wir mal hier nach vorne. Jetzt stellen wir hier doch mal ein bisschen Platz. Ja, und dann spiele ich den Ball so schlecht. So, schön rüber. Oh, da muss ich besser spielen. Da muss ich besser spielen. Da hätte ich einfach das Ding präziser machen müssen. Dann wäre es vielleicht was geworden. Aber er steht auch ziemlich souverän hinten. So, jetzt müssen wir hier mal irgendeinen zum Anspielen haben. Aber da ist ja gar keiner. Elia, oh, da kommt er nicht durch. Was hast du denn da in der Innenverteidigung? Ach, das ist Dante. Ja, stimmt.
War ja eine Bayern-Abwehr, hab mich daran erinnert. Muss ich ja gegen verlieren, nicht als Bayern-Fan. Ausrede. Castrati! Ja, wieder Eckball. Also, immerhin bis zur Ecke kommen wir ja wenigstens ein paar Mal. So, dann bring mal rein das Ding. Natürlich ist Castrati kein Kopfballspieler. Aber da steht einer frei und da ist er! Sokratis! Entschuldige ich mich eigentlich jetzt schon für, weil das sind wieder diese typischen Kopfballtore, die kein Schwein verteidigen kann. Das kenne ich nur zu gut. Ja, Kopfballtore nach Ecke. Da steht einer im Pfosten. Habt ihr das gesehen? Passt ein bisschen zu dem Spiel, was wir hatten. Seasons gegen VfB Stuttgart. Da stand auch Molinaro am Pfosten und hat dann Mittagsschlaf gehalten. Habt ihr gesehen? Da stand gerade einer. Auf jeden Fall. Also, weiß ich, da kann man jetzt auch durchaus mal ausflippen. Raste ruhig mal eine Sekunde aus. So, jetzt müssen wir hier aber schon wieder aufpassen. Gomez. Das wäre der Hammer gewesen, wenn du hier Mandzukic Team of the Season noch hättest. Und jetzt durchstecken. Und das ist Castrati. Komm, Castrati, zieh dran. Castrati. Ah. Boateng. Ist ja so schnell. Castrati hat was mit 87 Tempo, glaube ich. Oder 84, irgendwie sowas um den Dreh. So, Gebre Selassie. Da müssten wir jetzt schneller sein. Schön. Kommt sogar an. 60 Minuten gleich rum. Sieht doch ganz okay aus. Zwar hat er uns eigentlich im Sack gehabt, nur... Wir müssen uns jetzt auch wieder hier nach vorne durcharbeiten. So, jetzt durchstecken. Auf. Götze. Kommt er an den Ball. Castrati. Ha. Ha. Ich komme nicht durch. Und dann stehe ich hinten mal direkt offen. Offen wie ein Scheunentor. Blaschikowski, jetzt muss ich aufpassen. Jetzt wird's eklig. Schön. Schön rausgeköpft. Super gemacht. Ja, Schiri, weg da. Götze. Oh, Götze, dein Ernst? Juf, nach vorne. So, und jetzt der Ball hier raus, kriegt den hin. Ja, der wäre sogar halbwegs angekommen. Alaba ist aber dann doch schneller als Juf. Nee, eigentlich ja nicht. Vom Wert eigentlich nicht, aber ist eine andere Sache. Schön, Schürrle kommt da nicht durch. Ich muss hinten sicher stehen, hinten sicher stehen. Spiel gewinnt sich aus der Defensive. So, jetzt irgendwie durchkommen. Castrati. Ja, das mache ich nicht gut gerade. Ich würde am liebsten Castrati auswechseln und es mit Brandy versuchen. Und jetzt perfekt. Perfekt, Götze. Da ist es. Da ist es. Da ist es doch. Castrati, wollte ich ihn gerade ankacken. Und im richtigen Moment, da ist Castrati. Den Pass. Super. Dante wäre aber fast dran gekommen. Dann ist Götze natürlich ein eiskalter Vollstrecker. Schön, Spiel dreht, jetzt dürfen wir uns natürlich auch nicht das da annehmen lassen. Ich werde natürlich jetzt nicht anfangen zu mausern. Das wäre richtig eklig, wenn ich mich jetzt hinten reinstellen würde. Aber das ist auf jeden Fall nicht unbedingt verdient. Ich habe zwar mehr aufs Tor geschossen, aber er spielt doch mehr nach vorne. Na, ich muss hier am Ball bleiben. Ah, nein, nein, nein. Laschikowski, schön getrennt. Götze nimmt seinem Kameraden den Ball ab quasi. So, jetzt über rechts. Sam über Gebre Selassie. Komm, den kriegst du noch, Junge. Selassie. Ah, der war schlecht. Sam. Oh, mit der Hacke. Wäre das Ding reingegangen, das wär's ja. Team of the Season Trap, auf jeden Fall ein starker Mann. Nur frage ich mich, ob man für dasselbe Geld nicht irgendwie neuer im Normal kriegt. Der ist doch bestimmt auch eine Granate. Oh, schön. Ulreich hält den Schuss von. Ich habe nicht gesehen, wer es war. So, jetzt müssen wir hinten sicher sein. Groß, der bringt die Ecke rein. Der hat wahrscheinlich richtig gute Ecken. Gibt, glaube ich, nochmal Eckball. Ja, den habe ich einfach wieder dahin geköpft, wo er herkam. Komm, Junge. Mach hier keinen Scheiß. Also ich hier. Sehr schön. Juve muss das Ding rausköpfen. Schön. Und jetzt Elia. Und jetzt kann es abgehen. Elia. Castrati geht ja mit. Castrati ist ähnlich schnell. Nur um die 10 langsam. Und jetzt hat Elia freie Bahn. Elia, ah, da hätte ich noch, ja, das war jetzt wieder schlecht von mir. Da hätte ich mehr draus machen können. Und jetzt stehe ich natürlich hinten direkt offen. Jawohl, den Skillern gebe ich immer direkt eine klare Abwehr, weil ich finde das so lächerlich, so blöd, diese Skillen. So schön durchgesteckt, Götze. Oh, da kriege ich es wieder nicht gebacken, Götze. Und Nachschuss, Castrati. Flamur Castrati, 80. Minute. Ja, war natürlich glücklich, dass ich da an den Ball komme, dass ich da an den Ball komme, dass der Ball genau dahin prallt und dann Castrati kalt wie eine Hundeschnauze drin das Ding. 3-1.
Jetzt, ich merk's schon. Der wechselt jetzt hier gleich in der letzten Minute am besten noch Ribery Team of the Season ein. Ich sehe das schon. Lewandowski, Reus Team of the Season. Die kommen noch alle. Ich habe doch schon sowas im Gefühl. Nee, Quatsch, ich habe ja eben die Auswechselbank gesehen. Castrati. Juve. Der spielt sich wirklich gut. Für 800 Münzen spielt er sich verdammt gut. Juve. Keeper kann nicht festhalten. So, jetzt Cutlets. Ah, schade. Was macht Cutlets denn da vorne? Finde ich jetzt irgendwie nicht so super, dass mein Linksverteidiger da vorne rumschwirrt. Super. Oh, der Cutlets. Oh, wenn er den Ball an den Mann kriegt, dann können wir noch ein viertes machen. Aber so natürlich nicht. Ich werde auch gleich noch eine Partie gegen den hier spielen. Wenn er noch will. Ich werde ihn gleich mal anschreiben. Er hat ja auch noch ein er hat ja noch ein Ehrendivisie-Team. Ich hoffe nicht, dass das auch aus nur Inform besteht. Gomez. Super rausgespielt von ihm. Schürrle. Super reingesprungen von Gebre Selassie. Jetzt den Konter fahren. Über Götze. Juve. Ah, da verliere ich den Ball zu schnell. Ich muss mir unbedingt einen Reus zulegen, glaube ich. Ist ja immer eine Allzweckwaffe. Oi, 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 Boateng. Was ist das denn für ein Biestverteidiger? So, jetzt müssen wir zurück. Schürrle. Na klar, der kann das hier mal ganz schnell entscheiden. So, super. Super gemacht. Und jetzt ist auch schon die 90. Minute. Heißt, wir sollten das Ding im Sack haben. Nochmal auf Castrati. Castrati geht vorbei. Und was? Oh nein. Nein. Nein, das gibt's doch nicht. Aber das Spiel ist vorbei. 3-1 Sieg im ersten Spiel. Super, geil. Hat doch funktioniert. Sein Götze hat sogar ein Tor gemacht. Ist mir gar nicht aufgefallen. Sehr, sehr schön. Oh Mann, habe ich das Ding gerade noch daneben gehauen. So, dann werde ich jetzt eben mal gucken, was er auch bei Facebook geschrieben hat. Da habe ich mich ja jetzt gerade mit ihm über dieses Spiel quasi verständigt. So, dann gucken wir nochmal eben. 15 neue Nachrichten? Peinlich, peinlich. Ach nö. Nö, da brauchst du dir keinen. Ja, ja, aufregend. Er schreibt, oh Mann, ey, aufregend. Und da musst du dir keinen Kopf machen. Geiles Team. Wie gesagt, schreib mir, wie du dir das zusammengebaut hast. So, jetzt Ehredivise, Fragezeichen. Komm, Junge, ich spiele nochmal gegen dich. War's doch gut. Ich habe ganz viel Glück gewonnen. Gebe ich auch ehrlich zu. Also, das Tor von Götze, dass der Ball da durchkommt. Von Castrati war ein bisschen Glück. Da sieht man ja, dass der Fuß von Dant. Und das Tor, ja, guckt es euch an. Das ist Bingo, Bingo, Bingo. Wenn er da nicht reingeht, kann ich mich auch nicht beschweren. Ja, Sokrates, Spieler des Tages. Ja, auch Kopfballtor, muss man ja auch wieder sagen. Das ist ja irgendwie so eine Seuche bei FIFA. So, ich drücke jetzt gerade noch nicht Aufnahmestopp, weil ich halt noch gucken will, ob er denn noch ein Spiel macht, weil ich muss ja wissen, ob wir jetzt halt noch spielen, ne? So. Wenn du noch Zeit hast. Ja, klar habe ich Zeit. So, lad mich schon mal ein. Schon mal ein. So. Gut, dann verabschiede ich mich jetzt von diesem Part hier. Mir hat's richtig Bock gemacht. Part ist jetzt auch mal 18 Minuten lang. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ich spiele jetzt noch ein Spiel. Bis dann. Tschüss.